Ist der von dem eigenen? Ach man, nice, jetzt wirst du getierbeutelt, Junge, da dürfte wohl klar sein. Kommt davon, wenn man sich auf die Zunge beißt. Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? PSA. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything. Ouroboros. Chris. Ich glaube, er ist gerade kurz vorm Orgasmus. How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Italian's not so bad. But it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Hallo? Ah, die Frau wieder. Der verreckt doch sowieso. Ja, Munition sparen. Ja, ja, ja. Mal geil. Jetzt schön dran vergehen. Warm und feucht. Jo, beenden Sie Kapitel 3.3. Ja, also Präzision, da muss aber noch üben, Christian, ne? Ach, Schatzi. Ja, also ich, eindeutig. Ricardo Irving im Archiv. Heißt doch Eddie. Da gab's nicht mal Schätze, oder? Wir können neue Sachen kaufen. Achso, ich kann mal eben vergleichen, was die Schottis an. Mal den Bieren. Wow. 1000. Ach, ist denn mein Inventar leer? Achso, hier in den Comments stand auch teilweise, wenn wir mal wieder Eier finden, sollten wir mal versuchen, die zu kombinieren. Warum auch immer. Oh, ich hab die gerade alle verkauft. Aber. Ah, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Die Schotti hat von Grund auf 300 Schaden, 3 Ladegeschwindigkeit, 5 Kapazität. Die hat 400 Schaden, 2,4 und 13 Kapazität. Also meine normale Schotti ist auf jeden Fall noch besser. Kritische Treffer. No. Aber die wirst du jetzt wahrscheinlich, welche verbesserst du denn jetzt? Die hat gar keinen kritischen Treffer. Ja, scheiße, dass man nicht einem die Waffe geben könnte. Ich habe ja noch eine Sniper rumliegen, die du nicht mehr brauchst. Ich werde die ganz normale Schotti weiter verbessern. Das ist ja sonst rausgeschmissen Geld, das wahrscheinlich. Oh, Kapazität kann ich erhöhen. Für 1000 Damage kann ich mir leisten. Klack, klack. Etwas über die Hälfte jetzt. Was könnte ich denn noch bei der MP5 machen? Das Elektroschockgerät, was ist das denn? Kapazität. 4000? Ah. I don't think. Oh, wobei, wenn ich die Schotti eh nicht benutzen werde, dann kann ich die da auch für 400 verkaufen. Ja, Sigi. Da kommt die lieber ins Inventar, da habe ich nochmal 5 extra Schuss irgendwann. Dann nehme ich wieder ein Erste-Hilfe-Spray mit. Soll ich die Minen, kann ich da bestimmt mal hier lassen, oder? Ich glaube, die brauchen wir nicht, ne. Ich benutze auch nicht die Granaten, ehrlich gesagt. Ja doch, wenn er die mal weiter werfen würde. Was kann man denn jetzt kaufen? Achso, die Schotti wahrscheinlich. Ja. Weiter geht's. Sie hat schon eine zweite Shotgun gehabt, da habe ich bestimmt aber irgendwo die zweite Pistole verpasst. Die Magnum? Nee, das ist eine eigene Munition. Achso. Was hat der im Gesicht hängen? Nutella. Boah, geil, ich mache morgen zum Frühstück Nutella-Brot. War nice. Hier hat aber ein schnelleres Boot. Und viel cooleres. So, you two are really going to go through with this. Yes. This is not just about den Schwanz einziehen. But the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Oh, das ist eine gute Idee. Try not to get yourselves killed. Ja, das ist doch der typische Typ, der uns am Ende wieder verrät, oder? Ja,
Oder der rettet uns am Ende den Arsch, indem der Helikopter kommt oder so. Oh. Ah, okay. Oh. Ah, kein Blick erkennbar. Wolltest du gerade Foreshadowing machen oder was? Weiß nicht, ob der uns irgendwie böse guckt. Der Schlüssel des Motorboots fehlt. Ja, sonst hätten wir uns das ja einfach snacken können. Sonst sind wir genommen. Oh, cooles Kraut. Hier ist eine Granate, die will ich aber nicht mehr. If there is a connection, ich nehme die mal mit, falls. Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move. Okili dokili. Juhu! Oh, was haben wir denn hier? Jemand ein bisschen gegessen. Aha, nein, Spinnen! Oder das wird für Peter. Das wäre echt was für Peter. Ich hasse die Viecher auch. Spinnen, so eine Scheiße. Wobei Uncharted ist Peter schon dabei voll drauf abgegangen. Echt? Ja, klar. Am besten waren wir noch, als wir zusammen Castlevania auf der PS3 gespielt haben. Da konntest du ja sogar auf die Spinne reiten. Das war richtig fett. Ohne Scheiße, diese hat dann immer Spinnen. In jedem Horrorspiel sind Spinnen. Ja, weil Arachnophobie nun mal relativ weit verbreitet ist. Ja, stell dir vor, soll irgendwann jetzt... in irgendeinem Spiel gibt's dann Hardys, die auf einen zurennen. Soll ich mal hier hoch? Ich geh mal hier hoch. Hallo. Das ist ja übel. Die dann sie mit Miau angeschrien. Stimmt, kann man die Spinnen noch zertreten oder so ein Quatsch. Braucht gar keine Munition. Spider-Man. Hilfe! Alter, die ficken mir ein. Warum nehmen die immer so Spinnen? Die haben Sex mit mir. Süße kleine Spinnenbabys. Da hinten geht es doch gar nicht weiter, wo du unten warst, oder? Nee, da war noch einmal so eine... Weiß ich nicht was. Scheiß. Ja, irgendwer meinte mal, ich soll die Karte ausmachen beim Aufnehmen, aber... Eine Vase. Nee. Ich weiß immer ganz gerne, wo ich bin. Da ist doch was drin. Oh. LOL, nice! Das hat geglitzert. Oh. Ja, direkt waren ein paar Spinnchen hier. Mr. Alter. Sherlock, ey. Da hast du aber hier mehr Spaß mit deiner Waffe. Ich hab gedacht, man könnte die auch zertreten. Warte mal. Das ist wie aus einer Kakerlake. Wenn du die platt trittst, kommen 10 weitere raus. Zertreten. Das Spinnenbrat. Was ist denn das hier? Lass ich mich schlagen. Was? Ich schieß auf die Spinne. Ja, wie man. Du hast mir in den Arsch geschossen. Ey, hier ist doch eine Münze drin. Also Rubin. Da ist noch einer. Nee. Da ist noch einer. Hey? Geil. Noch was? Eine alte Höhle. Öffnen wir sie doch mal. Mit einem Roundhouse-Kick. Wo muss ich hier denn öffnen? Achso, da! Achso. Mit einem Roundhouse-Schwarzen Loch. 1968. Spencer gründet gemeinsam mit Marcus. Oh. Das sieht eine aus irgendwie Stadt. Wie in Uncharted. Oder irgendwie erinnert mich das daran. Indiana Jones und die das Tempel des Kristall, Todes. Ne, Kristallschädel. Boah, der schlechteste Film. Also, da muss ich ja sagen, South Park gucke ich mittlerweile nicht mehr so oft. Aber die Folge, wo George Lucas und Steven Spielberg Indiana Jones in den Arsch ficken, das hat richtig gut zu dem Film gepasst. Das war einer der wenigen Momente, wo ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt aus dem Kino. Boah, habe ich mich da aufgeregt im Kino. Hammer. Ja, Indiana Jones und der irgendwas Kristallschädel ist der einzige Film, wo ich jemals im Kino eingeschlafen bin. Ja, siehst du? So ein Zufall. Warte mal, jetzt sind doch mal Schädel. Weißt du, Indiana Jones hat immer
Immer irgendwelche komischen. Guck dir mal die Fressenschädel, Leute, das sieht aus wie von Entenhausen. Die Schädel. Ja, das sind die Ducks. Da ist Dagobert, Tick, Trick und Track. Aber geil, dann suchen wir mal Donald. Aber Indiana Jones hat immer die Schätze gefunden, die er gesucht hat. Ob das die Bundeslade war und hast du nicht. Weißt du, und in dem Teil, da konnte man sich dann am Ende seinen Teil denken. Was denn? Da war eine Spinne. Die konnte man abschießen, aber da ist leider nichts drin. So eine kleine süße Spinne. Ja, vielleicht kannst du dann so Spinneneier finden, die man auch fressen kann. Kann alles fressen. Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht, ein großes Messer. Eine Säge? Achso, das ist so ein Hackebeil in, ziemlich groß. Komm, ich will hier Gräber plündern. Da ist bestimmt Michael Jackson drin. Mal rauf. Au! Lol. Ah, ja, fast. Geld, alles meins. Naja, Michael Jackson hat eine Menge hinterlassen für uns. Da ist auch noch eine Spinne. Alter, sind die groß. Da, die hat wir fallen lassen, oder? Nee. Nee. Das ist jetzt für mich. Das ist auch so. Lol, da ist was drin. Das ist auch so Paras. Hier ist es irgendwie so ruhig. Kontrollpunkt. Und es ist gerade ein Kontrollpunkt. Was könnte das so bedeuten? Handgranate und Pistolenmuni. Lol. Nein, ich wollte die Munition noch haben. Aha. Hallo, Freunde. Oh, ich glaube, wir müssen ausweichen. Die haben uns getrennt. Das ist Nitrut. Ich wollte meine Pistolenmunition haben auf der anderen Seite. Das ist doch jetzt scheiße. Sheba. Wie hat Katzenfutter? Ich kann hier springen. Was wird das denn für einen Sinn machen? Ich kann Munition hier sammeln. Ah, da sind sie ja schon. Hallo, Freunde. Toll, kann ich noch was zusammen. Der war daneben. Das. Tja. Wie der meinem Schuss einfach ausgewichen ist, der Drecksack. Kann ich den jetzt tolles machen? Da ist einer. Das hast du ja wohl so. Lol. Okay, hier sind auch welche. Fuck! Alter, die ficken mich! Ich komme hier nicht weg! Ich kann nicht benutzen! Oh mein Gott, ich sterbe. Hammer. Boah, Christian, er hat sich mal ein bisschen mehr angestrengt. Ja. 5000. Oh, wofür? Für die verkauften Schätze. Ah, nice. Mal eben aufpowern hier. Ihr Partner ist noch nicht bereit. Alter, das war echt richtig scheiße gerade. Da waren von den die Typen, die Schilder haben. Und? Die gingen mir da ein bisschen auf den Sack. Die habe ich mit den Granaten gemacht. Granaten? Die benutze ich sowieso nicht. Beziehungsweise ich habe mich sogar selbst mit einer Granate befreit. ja, das müssen wir mal ändern. Ja, alles klar. So. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Komm. Lol. Oh oh. Ich bin richtig cool im Granatenwerfen gerade. Sehr gut. Das ist das Wichtigste. Alter, dann krieg ich die. Ich geh um die Ecke und krieg direkt wieder einen ab, oder was?